Robin, ey, Robin. Junge, du musst aufstehen. Die Gamescom geht los. Komm schon, hier. Hi Leute, na? Diesmal ein extra langes Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich will euch mal was zurückgeben. Aber ich komm nicht mit. Die anderen machen das schon. Ich will pennen. Ciao. Wir fahren auf Köln und zwar ohne DVB. Die Gamescom. Jedes Jahr wird hier auf Europas größter Spielemesse die Spielekultur zelebriert. Ich allerdings bin nur hier, um Frauen die Aufwartung zu machen und Kaugummi zu kauen. Und ich habe absolut kein Kaugummi mehr. Also, los geht's. Let's go! Entschuldigung. Du musst eine Assassine sein. Oh, leider nicht. Aber du stichst so aus der Menge raus. Wirklich? Oh, das ist doch toll. Ja. Oh, hallo, Entschuldigung. Oh, shit. Ist das ein Fallout-Cosplay? Nie wieder, bitte. Oh mein Gott, das ist mega gruselig. Ist das ein Fallout-Cosplay? Nein. Du hast aber doch so eine gute Ausstrahlung. Dankeschön, okay. Süß. Ich bin schlecht in Ego-Shootern. Ich habe mich gerade schon wieder verschossen. Mich? Ey, du? Bist du wie das Ende von Final Fantasy 15? Ich stehe nämlich auf. Ich stehe auf ganz lange Schlauchlevel. Ja, ja, versteht's. Du weißt schon, wenn ich Frauen sehe, das ist wie wenn ich Hüfthoherwände sehe. Ich weiß sofort, was ich machen muss. Bei mir wird mehr gewitten als in Red Dead Redemption. Keine Sorge, ich habe so viele Online-Games gezockt. Okay. Ich kenne mich richtig aus mit Lecken. Geil. Freut mich. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ich habe eine Frage. Wie würdest du dein Sexleben beschreiben? Grinden? Pay to win? 360 Nosecoat? Oder Headshot? Headshot, sehr gut. Headshot? Headshot ist eigentlich schon ganz cool. Okay. Und bist du eher so der Snake Eater oder eher ein Dungeon Crawler? Wenn du verstehst, was ich meine. Hallo du, wusstest du, ich bin das Gegenteil von Mario. Wenn ich auf was drauf springe, dann platz ich. Freut mich. Eine Nacht mit mir ist eine Microtransaction. I got two passions. Okay. Video games and women. They call me the clip man. The master of button mashing. Okay. Stehst du auf Brighton? Nein. Willst du etwas von meinem Preis haben? Darf ich daran lutschen jetzt? Ja, du darfst daran lutschen. Willst du meine Peach sein? Nein! Oh bitte! Da Nein. Könntest du den kleinen Mann mit dem großen Rohr in dein Schloss einladen! Nein! Doch bitte! Nein! Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du dich Fortnite nennen! Dann bist du voller Kinder! So, es reicht jetzt auch mal hier mit der Scheiße. Der ganze Sexismus-Kram. David Schwein so 2013, ja? Wir brauchen neue Skandale. Deswegen legen wir uns jetzt mit Mediengrößen an. Na, so wie ihr ausseht, da könnt ihr ja nicht glücklich sein, oder? Ja, wir haben kein Bier. Nee, habt ihr Interesse an ein paar neuen Skins? Meine Lootbox! Die Lootbox! Das ist meine Lootbox! Danke. Das macht dann 10 Euro. 10 Euro! 10 Euro! Nee, 80 Euro. Darth Vader zum Beispiel, hm? Wie wäre das? So wie du aussiehst, kannst du nicht glücklich sein. Hm? Hey, hey, hey. Du hast die 10 Euro für den DLC nicht bezahlt. Nee. Ja, genau. Ja? 10 Euro. 10 Euro, komm. Das ist mir zu viel. Ja, dann ab. Ab.
Das soll halt ein gewisses Gefühl von Stolz vermitteln, ja? Ja. Stolz und dass du was erreicht hast. Sorry, das in der Vollversion nicht enthalten. Na komm, komm, darfst rein. Für 5 Euro. 5. Haben wir einen Deal? Nein! Aus! Meins! Nein! Meins! Nein! Meins! Robin, ich weiß EA und so, aber ich find's nicht ein bisschen übertrieben. Vorhin habe ich so einem kleinen Kind 10 Euro abgezogen. Yes! 10 Euro! Hallo Leute, wir sind jetzt endlich auf der Gamescom. Heute werden wir ein richtig krummes Ding drehen. Seit mehreren Jahren zieht sich nun ein skandalöser Umstand durch diese Veranstaltung. Wir haben beschlossen, ihn dieses Jahr zu ändern, damit es fürs nächste Jahr besser wird und Unterschriften dafür zu sammeln. Mal so als kleinen Slogan so zusammen sagen, 2019 wird alles anders. 2019 wird alles anders! So, wir haben jetzt so viele Unterschriften von Gamern, Prominenten und asozialen Besoffenen gesammelt. Jetzt wird es endlich Zeit, unsere Anliegen an das Management der Gamescom zu tragen. Alter, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Ist doch völlig falsch. Hier, Mann. Los, ab zum Management. Wir haben hier eine Petition. Und uns wurde gesagt, dass hier das Management erreichbar ist. Also eine Petition, die würden wir einfach jetzt hier lassen, dass sie das weiterleiten können. Wir haben ganz viele Unterschriften gesammelt. Ein Bühnenauftritt von Nosferatu TV auf der Gamescom 2019. Ganz viele wollen das. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal hier und dann können Sie das ja ans Management weiterleiten. Und dann klappt das nächstes Jahr. Alles klar? Gut. Wenn ich morgen dann im Zug zweite Klasse zurückfahren, meine Heimat, werde ich immer in das Buch reinlesen. Freue mich schon. Ja. Aber ein Haufen Lügengeschichten. Buch, 10 Jahre. Kann ich euch einen Strauß Blumen anbieten für 10 Euro? Sehr schön. Ist es EA? Ja, es ist EA. Ich wollte mich eigentlich nur bei euch entschuldigen, dass ich mich immer in die Sendung schleiche. Ach, warst du nicht der Typ, der letztes Mal auch schon kam? Was? Ist es jetzt für mich? Nicht? Was? Für euch alle. Oh, danke schön. Oh, danke. Das ist sehr nett. Ja. Oh, jeder Mensch. Kriegt eine. Du ziehst das ja jetzt schon seit einigen Jahren durch. Hat ihr das promomäßig wirklich vorangebracht? Absolut nicht. Ja. Ihr seid ja jetzt auch nicht so am Durchschlagen. Ja. Wir sind auch nicht gerade die. Eine Frage noch. Warum jetzt Blumen? Weil nichts anderes. Als Wiedergutmachung. Okay. Das macht man doch so, oder? Ich find's gut. Das macht man so. Ich find das schön. Ja, tschüss. Tschüss. Dankeschön. Das macht 2 Euro. Bezahle ich nicht. Das zahlt draußen hier. Musst du fragen. Ja, musst du nach Arno fragen. Tschüss, EA. Tschüss. Dankeschön. Einen Applaus für EA. Jetzt gibt's mal auf hier. Ey! Ist unkaputt gemacht. Er ist die einzige Konstante in meinem Leben. Ja. Ja, für den nächsten Clip haben wir uns eine Menge von Fans gesucht, die auf jeden Fall einen sehr, sehr leblosen Ausdruck im Gesicht haben. Und natürlich haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut, um das Cosplay richtig gut zu machen. Wo gibt's denn hier eine Post? Übrigens, was ich für nicht sehr geschmackvoll halte, ist dieses Zeichen da auf diesem Wolkenkratzer. Ja, ich glaube, das ist einfach für Terroristen so eine Art Hinweisschild, Insert Plane Here oder so. Jetzt bin ich auch noch zittrig, scheiße, ich hatte keinen Kaffee.
Jetzt kommt ein Gag, mit dem jeder rechnet. Ich habe mir jetzt meinen Bart abrasiert, ja. Ich habe noch was dran gelassen. Weil ich dann aussehe, wie jemand berühmt ist. Ich weiß nicht, ob der den kennt. Wir sind geboren, um zu leben, mit dem Wunder jeder Zeit. Weißt du, dass du blutest? Nein, das weiß ich nicht. Zeig mal, ich bin ein blutiger Graf. Ich hab Leute gebissen. Roland ist der Lua. Das ist jetzt für all die Leute, die immer noch nicht ganz verstanden haben, was es überhaupt vom Cosplay wird, die haben spätestens jetzt. I'm the Android, sent by Cyberlife. Sagte Markus eigentlich nicht einmal im Spiel, sondern nur Connor, aber ich dachte, okay, Brücke gebaut. Geht schon, ja. Ja, lässt er drin. Wir sind keine Feinde, wir kennen keine Wut. Wir sind alle Cyborgs, das Leben ist so dich nicht darum. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der menschliche Sachen macht. Völlig normal. Ich bin auf der Suche nach optischen Ersatzteilen. So ein Typ auf dem Müll sagte, ich muss nach Jericho. Okay, noch nie gehört, sorry. Kennen Sie Jericho? Nein. Wie von Tom und Jericho? Nein, weiß ich nicht. Tut mir leid. Trotzdem herzlichen Dank. Ich hätte gern Brötchen. Was? Ich hätte gern Brötchen. Wo soll ich Brötchen am Eis haben? Dies ist eine Nachricht an die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere Detroit. Du bist frei. Wir fordern Ende der Sklaverei. Du bist frei. Ich bin frei, dass wir jetzt drauf gehen. Recht auf Grund. Also es ist gar nicht mal eingeordnet ins Universe, ins... ins Filmuniversum nicht. Über was redet ihr denn da gerade? Geil, wer bist du? Ich bin Hotze, hallo? Hi. Über was redet ihr denn da gerade? Über Spider-Man. Hallo du, musst du dich gerade konzentrieren? Ist das ein schweres Spiel? Musst du da auf die Straße achten, wenn du das spielst? Ja, yeah. Kannst du auch auf Englisch. Kannst du Englisch? Guck mir mal bitte in die Augen, wenn du mit mir sprichst, okay? Ey, du kannst ja überhaupt nicht fahren! Spider-Man ist voll doof! Warum? Weil Deadpool genauso aussieht, aber lustiger ist! Der sagt nämlich manchmal Penis! Ey, ganz ehrlich, hast du... Da musst du lachen, gell? Wenn ich Penis sage, du bist so unreif! Hallo, was machst du da? Das sieht komisch aus, ey!
Das sieht komisch aus, was du machst! Was machst du denn? Was macht sie denn? Hey, aua! So. Und du bist jetzt so lassig, du Gast! Wem bleibst bist du denn? Ja, ne? Hat jemand den Zug 18 gestellt? Was? Hat jemand den Zug 18 Jahre gestellt? Nein, ich hoffe doch, ich habe keine Unterhose an! Was machst du da gerade? Warte, das war von Foto. Ist das ein nerviges Geräusch? Wollt ihr einen Luftballon haben? Bist du müde? Ja. Das sieht wichtig aus. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Tja, da geht alles in die Luft. Okay, lass mich mal machen. Hallo Misty! Hi! Du sammelst doch Pokebälle, oder? Ja. Ich habe auch einen! Wollt ihr einen Luftballon? Ja! Nein! Nein! Okay, what's your name? Raute. What game are you playing? Pokémon. What game are you here for? Gamescom here? For all the games, of course. What? All the games. I did not understand. I'm here for all the games. Hast du gerade Hunger? Wie? Was? Ob du Hunger hast? Ja, ich esse ja gerade. Ach so. What's your name again, please? Raute. What? Raute. What game are you here for, Alfred? Every game. What's the name of your mother? Hallo, bist du ein Geheimagent? Nein. Mit wem schreibst du dich? Verrätst du mir deinen richtigen Namen? Ich heiße Simon. Hallo Simon, 00 Simon. Okay. Hast du Kopfschmerzen? Hallo? Hast du Kopfschmerzen? I don't speak German, sorry. Was? I don't speak German. Do you have a headache? Now I do. Do you want a headache? Hallo du! Ist dir gerade langweilig? Ja. Na warte, ich vertreib dir die Langeweile. Hallo! Hallo du, wir machen eine Umfrage. Können Sie noch kurz warten? Wir machen eine Umfrage. Können wir noch kurz das Foto machen? Nein, wir machen eine Umfrage. Ist das ein nerviges Geräusch? Ja, dieses Geräusch ist sehr nervig. Also, wir müssen jetzt an der Bettung gefällt werden. Unsere Identität ist nicht. Halt in den Mund! Oh, yeah, ich mach dich fertig. Ah. Hallo, welches Spiel spielst du denn da gerade? Wie heißt das? Laser Tag irgendwo. Was? Bist du jetzt gestorben gerade? Ja. Echt? Ja. Du bist ja schlecht. Ich weiß, danke. Dann geh ich lieber zu einem anderen. Ja. Hallo, spielst du auch gerade Laser Tag? Ja. Mach das Spaß! Oh, du warst nicht getroffen! Du warst nicht getroffen! Entdeckung! Entdeckung!
scales, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Foley, order me another round. Homie, we about to clown. Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Das war es dann an dieser Stelle auch mit dem mindestens besten Gamescom-Video aller Zeiten. Extra lang und extra knusprig, auch wenn das rein YouTube-technisch wahrscheinlich ziemlich dumm war, aber ich hatte Bock drauf und ihr sicherlich auch. Und das alles habt ihr und auch wir nur den Patreon-Spendern zu verdanken, also ein großes Danke geht raus. Und vielleicht willst gerade du ja dafür sorgen, dass wir unser Patreon-Ziel endlich erreichen. Dann sag jetzt Tschüss zu den Leuten. Tschüss, Leute. Ah. Mist. Tschüssi.